Am 13. März kam dann die behördliche Anweisung, dass ab 16. März die Schulen zu schließen haben aufgrund des Coronavirus. Und damit war dann der Lockdown verkündet und die Schülerinnen und Schüler gingen erstmal 2 Wochen lang ins Homeoffice. Das war eine total neue Situation für alle, die wir angegangen sind und die Herausforderung geschafft haben. Ich glaube, dass es vor allen Dingen am Schulalltag geändert hat, dass wir wirklich das, was wir an Zeit haben, gemeinsam wirklich effektiv nutzen. Dass wir also, wenn wir Räume haben, in denen wir über etwas sprechen können, in denen wir uns austauschen können, dass das anders wertgeschätzt wird. Dass wir merken, oder dass ich vor allen Dingen auch merke, wie viel es bedeutet, mit Schülern sprechen zu können. Und ich glaube, dass es auch auf Schülerseite so ist. Auf jeden Fall die Klassengrößen, weil ich finde, so der Dialog zwischen uns Schülern ist wesentlich entspannter. Also es ist einfach ruhiger in der Klasse und auch die Lehrer sind einfach mehr für einen da. Ich glaube, dass es schwieriger ist, die Begeisterung für bestimmte Themen zu transportieren. Dadurch, dass man mit Schülern viel auch über den Abstand kommuniziert und viel auch über schriftlichen Austausch machen muss, dass oft das, wovon Unterricht lebt, dass man sich gemeinsam für ein Thema begeistert, Probleme erfasst, dass das viel, viel schwieriger geht, wenn man sich seltener sieht. Ich finde auch, man war halt viel selbstbestimmter, man konnte die Aufgaben lösen, man hatte teilweise auch ein paar Tage Zeit, man konnte arbeiten, wenn man wollte. Und ich habe auch ausführlicher gearbeitet, würde ich mal behaupten. Dass Schüler auch wirklich bemüht sind, eine Kommunikation sicherzustellen, auf die sich beide Seiten verlassen kann, weil es eben wichtig ist, weil man Absprachen auf diesem Weg treffen muss, auf dem digitalen Weg, und dass das auch die Eigenverantwortlichkeit vieler Schüler steigert, weil sie merken, ich bin dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass ich auf Mails antworte, dass ich mich an Absprachen halte. Und ich glaube, diese Art von Miteinander ist dadurch schon auch gestärkt worden. Videokonferenzen. Ich glaube, das ist ein ganz sinnvolles Konzept. Ich hatte tatsächlich nur 2 Stück und da konnten wir dann über einen Online-Link teilnehmen. Es lief über iSurf, war reibungslos. Das ist sicherlich auch ein Vorteil, dass wir gezwungen sind, Lehrer wie Schüler, uns mit den digitalen Werkzeugen auseinanderzusetzen, die wir haben, dass ich vor allen Dingen, aber ich denke auch die Schüler, Moodle und iSurf besser kennenlernen und merken, was man da alles für tolle Sachen machen kann, auch was es für Arbeitserleichterungen gibt, wo man sich abstimmen kann, wo man Aufgaben abgeben kann, und dass das jetzt in den Vordergrund tritt, und das hoffe ich auch, dass das über Corona hinaus etwas ist, wovon wir profitieren werden. Das ist auch eine Erfahrung der Pandemie, dass ja die Quellenlage bei naturwissenschaftlichen Forschung nicht immer vielleicht eindeutig ist und dass es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt. Und da ist auch ein Spielfeld für die Schule in der Zukunft, dass Schülerinnen und Schüler noch mehr dazu angehalten werden müssen, Quellenlagen kritisch zu reflektieren und bei unsicherer Quellenlage auch mal zuzugeben, dass man es einfach nicht weiß. Ich finde all das, was wir an Hygienevorgaben machen, sehr sinnvoll. Ich finde es auch sinnvoll, dass wir, dass erwartet wird, dass Masken hier im Raum oder in der Schule, im Schulgebäude getragen werden, und dass wir da einfach konsequent versuchen, gemeinsam uns an die Regeln zu halten. Nach den Sommerferien geht es dann hoffentlich mit dem Szenario A weiter. In jedem Falle freuen wir uns auf die Grundschulkinder aus Glane, die dann hier einziehen werden. Und das Szenario A sieht ja vor, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder gleichzeitig im Unterricht, im Präsenzunterricht erscheinen. Und dann werden wir natürlich unter Einhaltung der dann gültigen Hygieneregeln guten Unterricht ausbringen. Und hoffentlich auch wieder daran Spaß haben, was so über den Unterricht hinaus möglich ist.